Ne? Die Thema ist praktisch Radio und Podcast verweben und ich muss mich ein bisschen präzisieren, Radio meine ich wirklich diesen Bayern, Bayern 2 oder Österreich 1, also diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich meine, diese zu machen, warte, lass mal. Also, und weil ich eben immer Radiosendungen gemacht habe und es war äußerst schwierig, da irgendwie eine Verbindung zu schaffen. Das heißt, ich habe in meinem Kopf zwei Parallelwelten, wo ich einfach hin und her gewechselt habe. Und das war der Gedanke, was kann man machen. Und vielleicht erzähle ich einfach nur ganz kurz einmal, also einerseits eben, was funktioniert sind, nach all diesen Versuchen, bestehende Podcast-Inhalte als Originaltonressource dann ins Radio zu bringen, da profitiert dann der Hörer. Und da habe ich mit Omni der Tau, Markus Völker geredet, die haben riesige Ressourcen an Fachgesprächen. Und wir haben jetzt zum Beispiel, wie mit meiner Redaktion vom Leben der Natur gesprochen, die Nora hat eine Folge gemacht über Fische mit einem Typen, der ihr eineinhalb Stunden lang über Fische erzählt und mit dem würde ich auch dasselbe Interview machen. Das hat keinen Sinn. Weil wir möchten denselben Typen haben, denselben Inhalt, fürs Radio. Das heißt, jetzt wäre ich wahrscheinlich mit den beiden reden, ob man das nicht irgendwie einfach so aus ihrem Material baut. Und das ist nur gut so, weil der arme Typ, der muss denselben mit seinem scheiß Namen reden. Da warst du in meinem Vortrag gerade? Jetzt war ich, wo, nein, war ich da nicht. Ne? Vorher. Nein? Weil da habe ich eben genau dieses Thema angesprochen. Ja. Ich kann vielleicht nur mal die Folie kurz zeigen, wenn es euch interessiert. Ja. Weil da geht es genau um das Thema. Darf ich mir ein bisschen nicht trauen? Zelt. Dass man nicht gegen so eine. Das ist Zelt für die Kamera. Oder? Ja, aber so ein Hell gegen dunkle Person. Ja, ja. Weil das ist genau so ein Punkt, den wir abstecken müssen. Also da kommen die Inhalte alle in ein durchsuchbares System zusammen. Also, dass ich weiß, da gibt's was. Da gibt's was, genau. Und also wenn, aber das hat natürlich damit zu tun, also mein Gedanke ist, dass praktisch eine Radiostation Podcast macht und damit meine ich nicht zeitversetztes. Sondern, ja. Also eigene Inhalte. Ja, so quasi wie ein eigenen Sender, ja. Genau, und aber dass ich eben in der ganzen Organisation Zugriff auf diese Themen. Ja, genau, das wäre ja schön. Das ist so eine Wobei eben aus technischer Sicht das schöner gedacht ist, wie es glaube ich realistischerweise gemacht ist, weil jeder Redakteur will eigentlich selber mit den Leuten reden. Und es nur in Ausnahmefällen funktioniert, dass es von einer Redaktion in die andere übertragbar ist, wenn sie so tickt. Also wenn sie das noch nicht anders denken gelernt hat. Also in diesem Fall mit den Fischen geht es, weil ich ganz genau beide Formate kenne und okay. Weiß, dass ich es transformieren kann. Durch Schneiden kann ich das Zielformat herstellen. Mhm. Und ich kenne die Sendung genau, ich kenne die beide Sendungen. Mhm. Ich weiß nicht, wann die Leute, aber ich glaube, die Leute würden nicht lernen, die Redakteure. Die würden das als Tool dann schätzen. Richtig, genau. Lernen, weil bisher geht es einer noch nicht ab. Mhm. Das ist aber so, es ist genauso wie mit den Apple-Feedern. Also bisher, bis vielleicht jetzt im Moment nicht mehr so, aber man hat vorher nicht gewusst, dass man es braucht. Genau. Ja, ja. Und dann hatte man es und dann konnte man ohne das Feature nicht mehr leben. Ja. Also das denke ich, ist ähnlich. Und ich denke, bei Video haben sie dasselbe Problem, dass das eigentlich, wie findet man Videoinhalte wieder, aber da wird groß zusammentauscht in den Unternehmen, also in den Medienunternehmen. Also da gibt es Archive, wo man reingreift. Die müssen jeden Blödsinn nachfinden. Keine Ahnung, wann die. Wenn da irgendwo als Handy drauf ist, dann können die das Bildmaterial nicht verwenden, weil das einfach, wenn man die Zeit sieht. Also ich denke, da wird relativ wenig gemacht. Also das ist immer nur so in den Archiven so, also es wird halt manuell verschlagwortet. Aber ich glaube so die Auffindbarkeit von Archivmaterial im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nicht wirklich. Wirklich großartig. Was ja aber ein Vorteil ist, weil dann muss ich wieder rausgehen und mir das holen neu. Mhm. Und nach zwei Jahren ist wieder Inhalt schon anders. Also das Fischmaterial, das möchte ich nicht, dass zwei Jahre alt ist. Mhm. Tut mir leid, also das würde ich nie machen. Aber wenn das erst drei Wochen alt ist, super, her damit. Aber vielleicht ein Fisch ein ausgestorbenes meinst du? Nein, das ist eine andere Sicht auf den Fisch. Ja, das kann sich ändern. Hallo. Du machst Deutschland.
Radio Lab, Funk. Ohne Lab? Deutschland Radio ohne Lab und Forschung aktuell, genau, Match. Genau. Genau, und ich habe die. Ja, ja. Das ist das Flaggschiff der Wissenschaft im Radio, so wie die Dimensionen bei uns in Wien das Flaggschiff bei Ö1 sind. Ich bin auch sehr geehrt, dass ich für die arbeiten darf. Ja, ja. Ja, nee, ernsthaft, also ja, ja. Ist schon ganz cool. Ja, ja, und da ist keine offene Redaktion, aber offen im Sinne von definiert als zugänglich für jeden, der mitmachen möchte. Gibt es bei uns Redaktionen, die sind so? Die Wissenschaft ist bei uns auch geschlossen. Ja, ich finde, die sind schon relativ offen. Aha. Also, ich meine, die kommunizieren das jetzt nicht aktiv, aber die haben immer relativ... Wir haben ja auch Hospitanten und für Leute, die sich das den Laden angucken. Und ich glaube, die sind nicht schlecht so in Nachwuchsförderung. Okay. Ja. Wir haben kurz gesprochen, eben diese Geschichte. Die Nora hat über Fische Omega Tau gemacht. Mhm. Und mit einem Wissenschaftler, den hätte ich gern oder wollen wir haben für Vom Leben der Natur Österreich 1. Und ich könnte aus dem bestehenden Material von Omega Tau diese Sendung bauen. Mhm. Und es wäre nur blöd, dass der arme Typ nur mehr dasselbe mit mir machen würde, dieses Interview. Ich könnte ihr es nehmen. Und da hätte ich mit Markus gesprochen, ob wir das nicht zusammenführen. Mhm. Die Anforderung von der Redaktion ist da. Ich weiß, dass der Transfer funktioniert, weil ich beide Formate kenne. Mhm. Es kann einfach nur gemacht. Punkt. Mhm. Und das wäre eigentlich jetzt ein Übertrag, der vom Podcast in Richtung Radio geht, außerhalb meines Podcast-Imperiums, kleinen Imperiums. Das aber geht es darum, ist dieser Quellenbeitrag, ist der, gehört der Deutschlandradio oder gehört der oder gehört der Nora als. Nein, der gehört einmal der Nora und hat eine bestimmte Lizenz, unverändert verwenden und nur mit Namensnennung. Ist unmöglich, das zu machen auf Ö1. Das heißt, das ging nicht. Mhm. Allerdings, wenn ich einen Deal mit Ihnen mache, weil praktisch Sie auch Interesse haben, dann würden wir uns die Hand schütteln. Ich würde mit dem Herrn Wanzenberg kurz telefonieren, mit dem Fischforscher, ob das für ihn okay ist. Und wir hätten ein 3-Seiten-Agreement und Sie würden praktisch für Ihren Aufwand ein Geld kriegen, ich für meinen Aufwand zum Schneiden. Und das ist 3 Wochen alt, das Interview ist super, wie wenn es ich gemacht hätte. Da finde ich es einfach naheliegend. Mhm. Das ist einmal so. Und die zweite Geschichte ist, ich wollte Ihnen erzählen, was wir gemacht haben. Ich habe in meiner Podcast-Schiene, wo es ums Lernen geht, mit einer Kollegin besprochen, wie wir eine öffentlich-rechtliche Radiosendung machen werden. Das heißt, wir haben ein Hintergrundgespräch gemacht, sie über ihre Sendung und ich über meine. Gemeinsam haben wir versucht, die Sendungen zu entwickeln, damit wir gescheite Sendungen produzieren können. Und das hat viel Spaß gemacht. Das heißt, wir haben einmal praktisch miteinander geredet, aber für ein Publikum aus dem Podcast-Bereich. Mhm. Wir haben bessere Sendungen gemacht und das Publikum aus dem Podcast-Bereich hat mitgekriegt, wie so eine Sendung entsteht, wie man denkt, wenn man für den öffentlich-rechtlichen 40 Minuten Wiss Radio-Kolleg macht. Mhm. Und das ist sehr heikel eigentlich, dieses hinter die Kulissen schauen lassen, aber wir haben niemanden gefragt, wir haben es einfach gemacht. Und das war schon lustig. Es hat aber sicher einen Post gegeben. Also bei dem ersten Fall, wo du jetzt das Interview übernehmen willst quasi, oder das Material nutzen willst, ich hatte auch schon öfter den Fall, dass ich irgendwie, also ich höre viel amerikanische Podcasts, und dass ich da was gehört habe und dachte, das wäre auch ein super Thema für Sendung X in Deutschland, für die ich arbeite. Aber die Redaktionen sind dann halt oft auch zurückhaltend und sagen, ja, dann müssen wir dich bezahlen und dann müssen wir auch noch die ursprünglichen Urheber bezahlen. Also habe ich gesagt, man könnte vielleicht aus dem Material, was die gemacht haben, eine deutsche Version machen. Ja. Dann wäre ich quasi für die Übersetzung zuständig und dazu das einigermaßen anzupassen. Adaption praktisch. Adaption, aber die ursprünglichen Urheber von dem Podcast, die wollen ja sicherlich auch was dafür haben. Und das wird dann halt für die Redaktion zu aufwendig, einerseits von den Kosten und vielleicht auch von der Koordination. Und ich finde es einerseits reizvoll, aber andererseits ist das, was ich am liebsten mache an meinem Job, die Interviews zu führen. Ja, ja. So, wo ist jetzt deine Motivation zu sagen, ach, ich nehme einfach das Material, was schon da ist, und schneide das zusammen. Das ist vielleicht effizienter, aber es ist jetzt nicht so, wie ich mir meinen Job vorstelle.
Ja, da habe ich eine Antwort drauf. In diesem Fall möchte ich gerne das Endprodukt hören. Und der Weg, den finde ich so und so mühevoll. Ich möchte aber gerne diesen Herrn Watzenbeck über Fische in 5x4 Minuten jeden Tag von 5:00 bis 9:00 hören. Der Weg ist mir egal. Ich muss das auch nicht selber machen. Es kann ja irgendwer, praktisch irgendein indisches Unternehmen, das beauftragt wird, über Nacht zu tun, machen. Hauptsache, ich höre das im Radio. Das wäre meine Motivation. Aber ich verstehe genau, wovon du sprichst. Also, der Hauptspaß ist ja Interviews machen. Und es wäre schön, wenn man eine Abteilung hätte, wo man dann die Interviews hingibt und sagt, okay, bitte mach eine schöne Sendung. Ja, das wäre geil. Genau. Aber ihr habt wirklich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Du bist eher, du hast die Machersichtweise und du hast so, bist du der Programmplaner gerade. So, ich will es gerade hören, ja. Du musst es hören, genau. Jetzt muss ich es selber machen auch noch. Ja. Das ist beim Radio bei mir oft mit der Motivation. Ich will was Gescheites hören und dann sagen die Leute beim Sende mir, dann muss ich es machen. Ich bin auch froh, wenn am Ende ein super Produkt dasteht. Ja? Ja. Aber der Weg zu dem Produkt ist halt sehr mühevoll. Jedenfalls hinsichtlich allem, was nach dem Interview passiert. Genau, ja, nein, das, halt das Interview wieder lässig. Ja. Richtig. Und da wäre eben interessant, zum Beispiel eben Omega Tau fällt mir ein, und das wäre die Geschichte, das ist eine unglaubliche Ressource an gemachten Interviews, wo praktisch Spaß, Freude, alles dabei war. Und wenn es eine Agentur gäbe, die einfach nur darauf angesetzt ist, zeitnah aus diesen schönen Interviews flotte, gescheite, gute Sendungen für zu machen und eben dann anzubieten dem Sender, und die würden das spüren zur Freude aller. Aber das müssten halt dann Leute sein, die das können. Und die Idee war zum Beispiel, es gibt bei uns offene Redaktionen bei Österreich 1, wo viele Anfänger, aber durchaus eben fortgeschrittene Einsteiger super Sendungen machen, nicht davon leben können. Ob nicht die geeignet wären, einfach aus deinen Interviews quasi die Sendungen zu machen. Oder aus Markus Interviews von Omega Tau die Sendungen zu machen für dieses wohldefinierte Format. Warum muss man immer alles selber machen von Anfang bis Ende? Ist hier jemand von Omega Tau dabei? Ja. In dem Fall ist es. Nein, ist hier leider nicht da. Ich habe mich auch schon gerade mit Markus heute. Weil da, also. Ich würde nicht jedem meine Interviews überlassen, um daraus irgendwas zu machen. Egal. Da gehört ein großes Vertrauen dazu. Ja, das würdest du haben. Warum? Nein, weil der gut ist. Also den würdest du selbst aussuchen, du würdest mit dem... und vielleicht wärst du sogar Chef dieser Agentur, wo du dann sagst, okay, machst du das, weil du bist... Diese Sache machst du gut, tu das und du das. Nein, Interviews machen ständig. Wäre doch cool. Und der würde echt gute Beiträge machen. Ich bin aber auch ein Freund davon, den ganzen Prozess unter meiner Kontrolle zu haben. Aber an dem kann man arbeiten, dass man abgibt. Vielleicht ist das. Wenn, dann kannst du wieder als Hörer einsteigen und die Freude haben, das zu hören. Ich glaube, es ist schon schwierig für jemanden, wenn es dein Baby ist, der sagt, ich gebe das jetzt ab, und dann verwurstet das ein anderer. Und es ist schon so ein bisschen Trennungsschmerz wahrscheinlich. Auch. Du stehst auch in der Verantwortung dem Interviewten gegenüber. Mhm. Also, den du interviewst, der vertraut dir ja auch, dass du verantwortungsvoll mit dem Material umgehst. Mhm. Und man kann durch Schneiden sehr viel Unheil anrichten. Oh, und ja. Wenn da jemand nicht weiß, was er tut, dann ist das schwer rückgängig zu machen. Ja. Aber die Podcaster zum Beispiel, die beschränken sich ja rein auf dieses Interview machen, was ein Gesprächsformat ist. Die haben praktisch nur die Lust und Freude. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, weil praktisch, wenn der Beitrag machen anstrengend ist und der Podcast, wenn ich dann einen Podcast mache, ein Gespräch, dann treffe ich den, mit dem rede ich eine halbe Stunde, dann höre ich das nochmal durch, Kapitelmarken, das war ein fertig schönes Produkt, ich kann es super hören. Wieso? Wie? Da habe ich schon ein bisschen mehr Anspruch. Warum? Das ist super, da habe ich alle Vorteile. Da muss ich keinen Finger mehr mit transkribieren und Manuskript schreiben und. Das gibt es ja schon. Ja, gut, das ist das, was so außen rum passiert, aber ich möchte es natürlich schon in eine Form bringen, die mir selber dann auch Freude macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein Gespräch gibt, das ich wirklich von Anfang bis Ende online stellen möchte. Okay. Da denkt man, ich wiederum, ich arbeite lieber an meinem Gesprächsverhalten, dass es eben
sendbarer wird von Anfang bis Ende, wie an Schneiden und Gestalten, weil das mache ich lieber im Radiobereich, da kriege ich Geld dafür. Ja. Du kriegst dann Geld für den Teil, der keinen Spaß macht. Genau, so ist es. So muss man das, könnte man nicht sehen. Interessant. Na, weil, ja, weil ich will. Schmerzensgeld dann. Schon. Na, das sind viele Stunden, die man da echt sitzt und einfach wirklich durchhört und im Kopf herumwurlt. Aber das ist interessant. Ich glaube, dass, weiß nicht, wenn so Podcasts so ganz viel geschnitten sind, dann wird es echt, finde ich. Ich bin ja jetzt reiner Hörer. Ja, genau, was genau, wie Sie das hören. Und ich höre ja beides. Ich höre ja sowohl öffentlich-rechtlich. Ja. Und ich höre privat. Also Omega Tau wie Deutschlandfunk, Ö1 höre ich ja nicht. Ne? Aber weißt du was? Es ist genau das gleiche. Ihr seid praktisch identisch. Nur die Formate, die am Ende rauskommen, sind unterschiedlich. Ihr bräuchtet eigentlich nur euch zusammenzusetzen und eine Ausspielungsplattform zu machen, eine gemeinsame. Weil ich höre sowohl deine Formate als auch Omega Tau. Ja? Und es geht, und ihr nehmt euch gegenseitig keine Hörer oder Nutzer weg. Also das ist gar nicht die Frage, das ist gar nicht dann unter der Überschnitt, den du sagst, der existiert dann in der Schnittmenge genauso. Ja, also wenn du dann Spaß hast, dein Mädchen im Pferd, dann überleg dir eine Plattform, wie du es hinkriegst, Podcast, was du ja schon machst, mit einem Podcast und Radio. Nebeneinander existieren zu lassen. Das ist eigentlich nur noch diese Plattform, wie sozusagen einfacher noch beide zusammenkommen können. Also so eine Art Community-Geschichte, wo ihr euch untereinander auch mal kennt, eben dass beide Seiten einfach nur das Vertrauen gewinnen, wenn sie denn mal in diese Schnittmenge reingehen wollen. Ja, ist ja keiner gezwungen dazu. Ja. Dass man das auch machen kann. Ja. Weil also so, weil wenn ich kann dir, kann ich kann euch meinen Podcatcher zeigen. Das heißt, die alle gegen Strengen. Ja, ja. Also das ist alles Mögliche von Serie bis 2 bis 7 so. Ja, das ist schon. Und das ist so. Die gleiche Argumentation, die du gerade gebracht hast, hörst du in grün drüben bei den Podcastern auch. Das ist für mich das gleiche. Ja, die wollen mir nur das wegnehmen, was mir den Spaß macht, so ungefähr. Ja. Also das ist das gleiche in grün. Es gibt andere Schattierungen von grün, ja. Aber im Endeffekt geht es um den Spaß und jeder will sich den Spaß machen, was ich auch durchaus sage. Das ist ja ich glaube nicht, dass mir jemand was wegnehmen will. Ich wollte nur deine Motivation verstehen. Warum? Aus deiner Sicht, warum möchtest du das so machen, ne? Das Interview übernehmen? Oder willst du eher sagen, sagst du eher jetzt den Podcastern, die hier sind, Leute, ihr habt so viel tolles Material, ja, so warum wertet ihr das nicht aus? Ja, ich meine einfach, dass die Podcaster selbst mehr Radioleute werden sollten, weil sie einfach so schöne Materialien liegen haben. Aber sie können es, glaube ich, teilweise noch nicht, weil einfach in dieser Radioformat-Vorgabe-Frage einfach viel handwerkliche Erfahrung steckt. Mhm. Es ist einfach ein weiter Weg vom Podcaster zum Radio. Aber was er gerade sagt, ist eigentlich... Der als Hörer sagt, ich mag beides und für mich wäre die beste User-Erfahrung so eine verwobene... Wenn ich Radio hören will, dann höre ich Radio und wenn ich weiß, okay, jetzt das Interview gibt es vielleicht als Podcast in einer 1-Stunden-Version, das will ich jetzt hören. Ja. Ich habe vielleicht jetzt nur praktisch so ein... Also die Radioproduktion ist eigentlich nur ein Teaser für den eigentlichen Inhalt. Das interessiert mich jetzt. Ach, da gibt es auch einen Podcast dazu, da gehe ich jetzt rein. Ja. Also ich verlasse quasi jetzt die Radioebene und gehe in die Podcast-Ebene und kann dann wieder zurückgehen. Aber ich glaube, jetzt von meiner Seite als Hörer, beides würde ich nicht hören. Ich würde nicht die Radioversion hören und dann schalte ich auf Podcast um. Dann würde ich lieber neue Sachen hören. Ich finde, bei mir ist es entweder oder, mir ist es dabei egal welchen was. Na? Du hast doch gesagt, du hast bei deinen Radiogeschichten hinten dran in der Abmod
schießen lassen auf den Podcast. Ja, richtig. Also, obwohl ich es eigentlich selbst nicht machen würde. Daher war das eigentlich möglicherweise keine gute Abmoderation. Hm. Sondern da ist mir einfach nur darum gegangen, dass es praktisch, dass der Kreis geschlossen ist. Hm. Vielleicht hat die gar keinen Sinn gehabt, die Abmoderation. Aber ich glaube schon, also. Wenn die selbst. Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Also ich bin absolut davon überzeugt, weil das Schöne am Radio ist ja dieses Entdecken. Mhm. Beim Podcasten muss ich suchen. Da muss ich aktiv suchen, dass ich Themen finde, die mich interessieren. Ja. Beim Radio werde ich ja... Das ist schön, das hingelegt. Das erklärt sehr gut. Beim Radio werde ich auf irgendwas Aufmerksamkeit, was ich vorher noch nie auf meinem Radar hatte. Und plötzlich erzählt mir einer was davon und hey, das ist ja interessant. Jetzt habe ich, wenn wir beim Fisch sind, jetzt habe ich praktisch den Köder gefressen. Und also, dann könnte man praktisch sagen, einfach, wenn man dieses vom Leben der Natur über Fisch hört, wenn Sie dieses Seeforschungsinstitut am Attersee besuchen möchten, Nora Ludicke war mit Omega Tau dort und dort können Sie 3 Stunden dann dabei sein. Genau, genau. Absolut. Das ist hybrides Radio für mich. Also das ist genau dieser Ansatz von hybriden Radio, wo man sagt, oh, jetzt verlasse ich praktisch den, jetzt ist mir ja praktisch das Lineare egal, weil das Thema ist so wichtig für mich, da gehe ich jetzt mal einfach vertikal weiter runter und da will ich jetzt mehr über das. Jetzt, ja, ja. Und es gibt noch so eine Geschichte, wo ein Vorteil im Radio liegt. Man hat schon bei den Gesprächspartnern eher die hochkarätigen Typen fürs Radio am Interviewdraht. Und die kann man dann oft fürs Podcasten gewinnen, dass man ihnen sagt, wir können ja auch reden, wenn sie Zeit hätten oder wenn sie das möchten. Mhm. Und da ist möglicherweise auch eine schwierigere Stelle, wenn man praktisch als Podcaster eben nicht in dieser High-End-Ding schöpft. Ja, da täuscht dich aber. Du guck mal hier Biotechnology Today oder hier Biology Today oder sowas, die ganzen Med-Podcasts, das sind regelmäßig auch Nobelpreisträger und sowas. Das okay, ja, reine, weiß ich nichts drüber. Das sind reine Wissenschaftspodcasts, die hocken sich dann 4 Stunden lang und haben dann sogar, also und haben echt die Leute auch, die Nobelpreisträger da sitzen und die sprechen mit denen. Also das ist so. Okay. Ja, also gerade in der amerikanischen, gerade in der Wissenschaftsszene ist das eine ganz andere Hausnummer. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mich regelmäßig zum Beispiel über hier gerade über den Deutschlandfunk ärgere. Die schaffen es nicht, in ihre Shownotes die Primärliteratur zu zitieren. Also ich maile regelmäßig an. Hörst du ein Feature, ist interessant, willst du vielleicht irgendwas ausbauen. Bloß ich kann es nirgends verwenden. Wenn ich die Primär, also zumindest das Nature, das DOI unten dran hängt, dann kann ich das nicht mehr verwenden. Das heißt also, mal so ein Ding, ich lade mir die auch runter und höre mir die an und dann mal da vielleicht ein Zitat drüber zu nehmen, geht nicht, weil das ist nicht zitierungsfähig. Aber als Radiomacher hat man dieses Bewusstsein nicht, das schaust einfach hoch. Ja, aber da habe ich viele Podcasts, wo ich das immer machen kann. Da habe ich das dann, da habe ich die Möglichkeit, dann sozusagen das auch zu verwenden. Das ist natürlich. Eben eine zweite Geschichte ist, also wo praktisch das genau andersherum ist, praktisch wenn ich No-Names in den Podcasts habe, die irgendwas Interessantes erzählen, zum Beispiel, und No-Names, die dann quasi im Öffentlich-Rechtlichen nicht vorkommen würden, aber durch die Auswahl so interessant sind. Also irgendein Typ, der über Depressionen erzählt, 2 Stunden. Wenn ihr Sendung noch über Depressionen, das wäre eine wunderbare Ressource, da reingreifen zu können und Ausschnitte daraus zu spielen. Das würde das Programm, Radioprogramm, sogar besser machen. Wie wenn ich selbst jemanden suchen muss und der vielleicht dann halt nicht diese Qualität. Aber das ist auch wieder dieser Austausch. Also wie gesagt, Radio hat einfach Ressourcen, die haben die Kontakte, die haben über Jahre ihre Kontaktlisten aufgebaut. Ja. Und dann, wenn ich jetzt praktisch ein Podcast-Format machen möchte und ich bin eigentlich ein Podcaster und ich kann auf diese Ressourcen zugreifen und kann dann wieder was Tolles daraus generieren. Und ja, das wäre vielleicht ein guter,
Das aber auch klar. Umgekehrt, also ja. In dem Sinn, weil was wir da gesehen haben, auch über Depressionen, ich habe gar keine Kontakte, das heißt, ich muss sowieso suchen gehen. Mhm. Aber, und ich habe aber die Folge vom Holgi gehört, das heißt, ich weiß, da gibt es echt gute Sendungen, mit wo einer wirklich gut erzählt über dieses Thema. Mhm. Also, das wäre schon als das war im Impressionator. Nein, das war im Print über Depressionen. Also, und das war wirklich, also das war großartig auf beiden Seiten, Gesprächsführender und Partner. Und da wäre es natürlich schön, wenn man was verwenden könnte. Aber das ist jetzt keine große Geschichte. Man findet immer wen, der spricht. Ja. Oder? Wäre schon. Aber was wie halt die Qualität ist, das ist halt immer nein, ja, nein, normalerweise. Und auch gerade, wenn man für Ö1 wo anruft, also den Termin gibt es am selben oder nächsten Tag. Also, und das, finde ich, kann man dann auch schon ein bisschen das Podcast nah abschöpfen. Mhm. Also, und hätten Sie nicht Lust, also einfach über das Thema mit einer kurzen Interview zu machen. Die meisten haben es. Aber das heißt, du bist jetzt zufrieden eigentlich, oder? Ja, schon. Schon. Ja. Also latente Unzufriedenheit habe ich immer dann, wenn ich selbst zu viel arbeiten muss, wenn dass ich was höre, was ich gern hören würde. Aber letztlich muss man sich immer die Sendungen dann selber machen. Das ist das ist ein guter Ansatz. Ja, das war eher von der technischen Seite her. Also wir sind ja eher mehr so jetzt am programmlichen Thema dran. Ja. Ich hab das eher von der technischen Seite her betrachtet, so, wo ich sage, okay, ja, ja. Wie kann ich die Infrastruktur schaffen, ja, ja. Wenn praktisch so diese Podcast-Pflanze weiter im Radio aufgeht, dass ich Zugriff zu den Ressourcen, ja. Dass ich mir die Ressourcen teilen kann. Also ich weiß, was machen die einen, gibt's Themen auf der Podcast-Seite, die ich für Radio verwenden will oder umgekehrt. Das ist eher, aber das, ja. Also das, immer, das ist ein bisschen Themaverfehlung, deswegen lasse ich den Laptop jetzt auch zu. Aber der Aspekt, den du erwähnst, ist nur interessant, weil ich glaube, möglicherweise im Kopf dann sogar noch mehr Beschränkungen sind, Sachen, die man gemacht hat, anderen zugänglich zu machen. Da hätten es bei uns beim Radio oder auch beim Fernsehen so ein Redaktionssystem, wo man die Texte zugänglich hat und da werden angeblich Sendedaten angelegt, die es gar nicht gibt, um dort seine heißen Inhalte zu verstecken. Ach nee, und solche Geschichten. Ja, das heißt, du hast sofort. Also wenn das System zu transparent ist für das, also das heißt, was die Menschen zu ertragen bereit sind, dann werden Umwege erfunden, die man gar nicht als technische... Ja, als Techniker denkst du immer, hey, die Leute können ja, zusammenarbeiten, richtig, super, ja, genau. Klasse. Nein, die erfinden dann Sendungen, die es gar nicht gibt und verstecken dort das, was sie wirklich machen wollen. Also dem war ich mir auch noch nicht bewusst. Ja, also, ja, und dann habe ich noch mittags geredet mit der vom Bayerischen Rundfunk Dame, die über die Podcast-Wettbewerb und ich habe sie gefragt, was sie davon hätte als Podcaster, dass ich was gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk mache. Und da habe ich relativ lang gebraucht, um es herauszufinden. Aber sie hat dann ein Beispiel gebracht, wenn ich einen Podcast über die Mafia mache, dann würde der Bayerische Rundfunk mir die juristische Abteilung als Hintergrund zur Verfügung stellen und mich rausholen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Als Podcaster würde dann praktisch ein Podcast-Format konzeptionell entwerfen. Sie würden sagen, super, Gewinner, fahr hin und unser Haus unterstützt dich. Das hätte schon einen Vorteil. Aber sonst habe ich keinen gefunden. Das habe ich mit Ressourcen gemeint. Also ja. das ist genau der Punkt. Es gibt, denke ich, viele Podcast-Formate, die nicht im Moment nicht gemacht werden, weil das Budget fehlt. Also Budget, also im Sinne von Ressourcenhintergrund. Und Ressourcen von Leuten, die praktisch Arbeiten abnehmen können, um praktisch das Gesamtprodukt zu bauen. Zum Beispiel Tilo Jung, irgendwas mit Brasilien, er hat nicht die Möglichkeit, dass man wenn ins ARD-Studio in Rio de Janeiro sitzt und muss irgendwie es anders machen. Ja. Richtig. Und wenn Radio das unterstützt, also genau da haben wir diese Symbiose. Radio hat die Ressourcen, die haben auch vielleicht ein bisschen mehr Geld und dann sagt man,
okay, wir machen das als Podcast, als eigenständiges Podcast-Format, ja, das wir auch nicht irgendwo in der Sendeschema machen. Ja. Nur vielleicht, wenn es wirklich gut ist, dann könnte man in der Nacht irgendwas und solche Sachen machen. Ja, richtig, genau. Genau. Und also das sehe ich als die Symbiose, das Talent, die Ideen von den Podcastern, weil die Art, Stories zu bauen, und, das ist anders. Das aber ist, ich glaube, dass da der Sender zu einfach kriegt. Also als Podcaster kann ich irrsinnig viel verlieren, nämlich meine Unabhängigkeit. Mhm. Und wenn das so leicht, also im Prinzip kann dann der Sender nur gewinnen. Und das ist mir ein bisschen zu wenig. Also an. Ja, ich weiß nicht, ob du als Podcaster dann eben, natürlich, wenn du für jemanden arbeitest, gibst du immer deine Unabhängigkeit auf, aber was kriegst du dafür? Kriegst du Reichweite? Natürlich. Ja, aber Reichweite, von der habe ich nichts. Weil es eh gut geht. Die mich hören wollen, finden mich eh, und die anderen brauche ich eh nicht. Mhm. Also der Sender hat natürlich einen Vorteil mit größerer Reichweite, weil da geht es echt um die Zahlen, die wir am ersten Tag gesehen haben, am Samstag gesehen haben. Das sind Werbeeinnahmen und echt fett Kohle, wenn die Reichweiten irgendeinermaßen steigen. Der Sender hat viele Vorteile, wenn ich bei einem Meeting. Aber was soll ich meinen? Ja, aber das ist halt dann auch wieder, also das ist eine Diskussion, da hast du halt für deinen Beitrag dann nicht 300 Euro, sondern entsprechend besser vergütet. 700 wäre okay dann. Ja, das wäre genau. Cool. Genau. Also das und, ist so. Und ich denke mal, wenn ein bisschen ein Risiko vom Sender zum Beispiel auch reingeworfen wird, es ist kein Risiko, einen Wettbewerb zu machen, wo man dann die besten Sachen abschöpft. Es ist ein Risiko, die Studios zu öffnen und die Leitungen zu öffnen und sagen, okay, Leute, ihr könnt jetzt einfach mit Rio de Janeiro telefonieren, wenn ihr Lust habt, wenn ihr eine Idee habt. Ja, man ist gut, dass man nachweist, dass man eine Idee hat. Aber das ist ja immer... Das wäre ein bisschen ein Risikoeinsatz, den ich sehr schätzen würde. Ja, aber das ist bei jeder gesunden Geschäftsbeziehung. Ich komme, okay. Ich bin ja richtig. Man geht eine Verbindung ein, weil man denkt, dass beide. Einen Vorteil haben. Ja. Und es heißt aber auch, dass man irgendwo dann Ressourcen bereitstellen muss. Ja. Und im einfachsten Fall ist es Geld, aber es muss nicht immer Geld sein. Also das kann auch was anderes sein. Und vielleicht könnten solche Geschichten auch durch einfaches Anfragen schon ein bisschen erledigen. Ja. Ja. Also weil wir haben es erst bei dem Monetarisieren von Podcasts, man kann Hörer wirklich auch um Geld fragen. Mhm. Also ich brauche Geld für Zugfahrkarten, habt ihr Lust zu zahlen, hat bei mir funktioniert. Mhm. Bei meinen Bienengesprächen und ich habe genug Geld gekriegt, alle Fahrkarten zu bezahlen, dann habe ich gesagt, nicht. Und dann war das Geld wieder aus und es war auch gut so, dass es wieder aus war. Mhm. Also und wenn ich jetzt aber Geld brauchen würde, hätte ich das Vertrauen, dass ich meine Hörer darum frage. Ja. Und sie würden es, glaube ich, zahlen. Ja, aber jetzt sagen wir mal so, du würdest jetzt ein Format, hast eine Idee für ein Format, wo du sagst, genau wie es ist, du machst was irgendwo über die Mafia in Kolumbien oder was, und sagst, okay, erstens muss ich dahin und zweitens brauche ich auch einen juristischen Beistand, um dieses Thema abzudecken. Ja. Das wäre doch eine typische Geschichte eben für. Genau. Und das wäre dann so diese Serials-Kategorie, die man sich wünscht, also in einer Größenordnung, wo ein Sender dahinter steht, der das... Und deswegen meine ich, also das Kopieren geht nicht darum, dass man irgendwie dann irgendwelche Criminal-Stories macht, ja, sondern dass man... Eine eigene Geschichte. Das Kopieren ist der Beziehung, also ich habe hier eine Organisation hinter mir, die mich unterstützt und damit kann ich was machen, was ich vorher nicht machen konnte. Und die meisten dieser Strukturen gibt es ja eh sowieso eigentlich. Mhm. Also die müssten wir ja nur, das kostet ja nicht extra viel. Richtig. Die Studios sind da und darum sind sie ja da vom Bayerischen Rundfunk, dass wir das nutzen können. Mhm. Also das ist ja eh also für jeden Transport. Also so sehe ich und ich sehe so da auch die Zukunft vom Radio. Also ich denke, Radio kann nur so relevant bleiben, weil also man muss... Also man muss so ein bisschen von der Antenne wegkommen. Also nicht, man muss nicht wegkommen von der Antenne, das ist immer noch ein relevantes und immer noch die Reichweite ist da am höchsten, aber es ist halt einfach so, dass je jünger die Leute sind, umso weniger hören sie klassisches Radio über UKW. Okay. Und das heißt, ich muss Formate bieten, die ich irgendwie anders, auf die ich irgendwie anders, auf die Marke ORF aufmerksam werde oder auf die Marke BR aufmerksam werde. Und es können gute Podcasts sein. Als ein Weg. Ich habe jetzt nur eine Anfrage gehabt,
oder Anfrage, also Zusammenarbeit, dass man beim Radio über das Essen reden. Also ein Kollege macht eine Sendung, da würde er gerne 40 Minuten über das Essen reden und dabei essen. Mhm. Und er hat mich gefragt, wie würdest du denn das aufnehmen, wenn ein Techniker, der auch da war. Mhm. Und da hat der Techniker gesagt, mit Bügelmikrofonen und nur das kostet so viel Geld, dass die Sendung eigentlich nicht geben wird, weil es zu viel Geld kostet. Was kostet viel Geld? Technikerstunde, Mikrofonierung, Sendewagen, keine Ahnung was. Also wir müssen einsparen. Das heißt, und ich habe aus der Podcaster-Erfahrung einfach 4 Headsets. Ich weiß, wie man 4 Menschen an einem Tisch betreibt. Aufwendig rechnet es auf sauber. Und jetzt macht man es wahrscheinlich so, aber reden nicht groß drüber, dass das praktisch das Expertise aus der Podcaster-Ecke zugeholt wird. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr nett, weil da praktisch das Radio in ein Gebiet geht, wo die Podcaster viel Expertise haben, nämlich 4 Menschen oder 5 mit Headsets auf gleicher Ebene reden zu lassen. Das ist ja auf einer Ebene genauso. Ich nutze auch Ultraschall, um Radioproduktion zu machen. Ja, ja. Echt? Ja, klar. Aber ist ja auch nicht Standard, glaube ich, oder? Bei den Freiberuflern? Vermutlich nicht. Bei den Freiberuflern? Ich glaube nicht, aber... warum nicht? Also, es gibt auf jeden Fall ja diese Beziehung, ist ja unstrittig. Ja. Also, du hast ja die Zeit, die Kunst zu verwenden, die du. Oder musst du das irgendwann dann irgendwie so konvertieren, dass es dann in. Nö, ich liefere ja. Ich liefere ein fertiges Stück ab. Oder? Okay, also, du bist freier quasi. Ja, okay. Ja, total. Ja, eben. Und zum Beispiel, es gibt bei uns gibt es ein Nachtradio, Nachtquartier, das ist so ein Gesprächsfläche, ich habe das jetzt schon erzählt, und das sind Gespräche, die praktisch im Radio stattfinden, die sind um Mitternacht, da denke ich mir mal, welcher Gast kann um Mitternacht vernünftig reden, eine Stunde live, da sind die Podcaster weit vorne, was Gesprächsformate betrifft. Also das hört sich oft schrecklich an, und ich denke mir, mitten in der Nacht und mit diesen. Also, da sind wir besser. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die dann von diesem Monitor waren. Ja, und alleine, keiner mehr im Funkhaus, vielleicht nur der Portier. Also, das ist eine schreckliche Stimmung dort alles, das ist ja furchtbar. Würde ich die Sendung machen sollen, ich könnte es nicht machen, weil es mir nicht. Das gibt nicht. Depressionen, dann könnte das Depressionen-Thema. Da kann das Depressionen da hinten auch hängen, genau. Andererseits denke ich mir wieder so schöne Wissenschaftsgespräche irgendwie, wo man ein bisschen was spürt vom Gegenüber, würden Leute in der Nacht möglicherweise schon mit. Gibt es ja im Deutschlandfunk diese lange Nacht? Lange Nacht, ja. 3 Stunden. Das ist schon heftig. Ja, aber bist du deppert? Ich habe es leider nicht geschafft, weil es in der Nacht ist, ich muss da schon schlafen. Aber ich glaube, das ist eine gestaltete Beiträge, oder? Ja. Das kostet ja richtig Geld. Mhm. Bist und das läuft wirklich trotzdem da, wo es keiner hört. Aber hören es dann Leute letztlich oder hören sie es nicht? Das muss ich mich nicht fragen. Also ich muss mir das aufnehmen, um es mir dann später anzuhören. Das kann man ich wollte da auch schlafen. Aber das kann man ja aufnehmen. Ja, gut, weil ich habe es halt selber mitgeschnitten. Aber die Themen sind ja echt interessant. Ja. Und ein Kollege hat das einmal gemacht, so eine Geschichte. Also der macht freiberuflich. Der hat sicher, wenn der eben viel Geld dafür kriegt, ist das super für einen Gestalter. Aber 3 Stunden bist du deppert. Na, wir haben so eine 1,5 Stunden Schiene diagonal am Samstagnachmittag. Es wird viel gehört. Aber denke ich mir, da ist das Geld gut angelegt, was das kostet. Und gleichzeitig ist immer so, wenn der Sender sparen muss, dann wird ein neues Diskussionsformat geschaffen und weg vom gebauten Beitrag. Und es ist viel billiger, muss nur der Moderator sein. Und jeder Depp kann alles sagen. Also praktisch die NLP aufgerüsteten Politiker können dann einfach ungestraft, das schneide ich alles weg mit dem gestalteten Beitrag. Ja, und aber dort ist, nicht. Und es ist halt, das ist ja meistens kein Diskussionsformat, es ist ein Meinung Meinungsausstieg. Es ist ja so ein Problem. Es stimmt. Diese Diskussionskultur. Ja. Ich fand es interessant, was. Wie die Barbara Steiner das schafft, dass sie sagt, okay, wir haben jetzt in unseren Foren, wir haben eine Diskussionskultur, die Trolle sind weg und die Inhalte, die kommen, die Kritik, die kommt, ist konstruktiv hervorgebracht. Ja. Und
Also eine gute Diskussionskultur ist sicher was sehr Wertvolles auch, aber das machen, das sieht man fast. Aber das finde ich zum Beispiel bei Leitmedium oder bei Picknick am Wegesrand, wie die zwei, ich glaube der Georg Sedlak und der Mira haben über diesen Film Furry Road gesprochen. Zwei Männer, die sich echt gepflegt unterhalten. Bist du deppert? Und das 1,5 Stunden lang? Das wird, also nämlich wirklich, da denke ich mir, da ist es schön, ein Mann zu sein, der so, also wenn man so, so gut miteinander spricht. Das war echt männlich gut. Und nicht nur irgendwie zwei Menschen reden. Gut. Und da haben wir gedacht, super. Und die auf einem Lila-Podcast machen das auf der anderen Seite drüben, auf der weiblichen Seite. Aber das ist nicht Radio-Öffentliches. Nee, das ist kein Nein. Das sind starke Schwächen dann aber im Radio dann. Das sind Schwächen. Wenn sowas nicht. Aber ist ja ein Podcast da. Mir ist es als Hörer ja wurscht. Was es ist. Das gibt es ja. Hauptsache, es gibt es. Richtig. Ja. Aber da würde man manchmal für die Hörer wünschen, dass man mehr einsammelt, mehr beauftragt, mehr Podcaster aktiviert, pitchen, Beiträge pitchen. Der kanadische Rundfunk zum Beispiel hat so eine schöne Geschichte gehabt, My Story. Da kann man als normaler Mensch, der was erlebt hat, einen Vorschlag machen für eine 10-Minuten-Sendung, wie man seine Geschichte erzählen möchte. Und da kriegt man einen Produzenten vom Sender beigestellt, der diese Geschichte mit dem entwickelt, aufnimmt und praktisch professionell Radio macht. Und das war eine der schönsten Sendungen, die ich Jahre gehört habe, weil sie einfach, da haben Amateure praktisch professionelles Radio gemacht durch diese Hilfe. Das würde ich mir auf Deutsch eigentlich mehr wünschen. Ja. Ich glaube, in den USA gibt es auch, ich glaube, This American Life ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher. So Radio Diaries, das ist cool. Da gibt es so ein Diary, wo praktisch oft dann so die Tochter ihren Großvater interviewt. Ja. Der war irgendwo im Krieg oder so. Ja, das ist StoryCorps. StoryCorps heißt es, genau. Genau, das war's. Das ist sehr stark, ein sehr starkes Format. Ja, das ist Wahnsinn. Also die bringen dich, die sind nur manchmal nur 3 Minuten lang und die bringen dich in 3 Minuten zum Weinen. Wie heißt das? StoryCorps. Okay. CORPS. Und die sind auch super aufwendig produziert. Also die haben, glaube ich, in den 3 Minuten dann auch irgendwie 100 Schnitte oder so. Ja. Habt ihr den Vortrag von der Nora gehört über ihren Anachronistin? Ja. Und ich habe mit ihr gesprochen, sie hat gesagt, mit der Musik, die hätte ich nicht eingesetzt. Und hat sie ja selbst gesagt. Sie hat gesagt, genau, weil ich habe versucht, den Podcast von ihr zu hören und bin in dem Moment, wo die Musik gekommen ist, rausgeworfen. Da war sie wahrscheinlich zu sehr Radiomensch in dem Moment. Genau, und zwar, zwar Massenradiomensch. Ja. Also bei uns würde es gepeitscht werden, bei Ö1, wenn du das machen würdest, aber eben, ja. Weil das tragt es viel mehr. Und ich würde mal, ich habe es eben mit dir besprochen, also von ihr wünschen, dass sie die Geschichte selbst erzählt und nicht von einem Text praktisch, den sie sich vorher aufgeschrieben hat. Ich möchte ihre Gedanken hören, weil sie ist nämlich für mich interessant und nicht ihr Großvater. Das ist der Anlass. Sie ist das, was mich interessiert, finde ich. Auch der Großvater. Die Geschichte? Die Geschichte. Aber eigentlich ist es ihre Spurensuche, die mich fasziniert. Ja, ja. Wie geht sie da? Was? Mhm. Welche Fäden findet sie wichtig? Das ist so schön, wenn man mitgeht für die. Story? Korb. Ich verwende übrigens Castro seit einiger Zeit und das ist super zum Podcast hören. Ja. Dann machen wir Feierabend. Haben wir einen Weg gedreht. Wann gibt es deine nächste Geschichte zu hören in Deutschland? Vorgestern. So weiß ich noch nicht. Welche Gebiete machst du? Wissenschaft und Technik. Und was davon? Also welche?
Alles, wo ein Algorithmus drin ist. Ah, okay, cool. Manchmal sage ich auch, ich mache so Technik, mache Themen an dem Schnittpunkt von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Ich mache aber auch andere Themen, ich mache auch so kulturelle Themen und auch so Storytelling, so Porträts und persönliche Geschichten. Findest du Codebreakers? Sagt dir Codebreakers was? Ja. Es ist, hat mich jetzt gerade so an das erinnert, was so ein bisschen. Ist wahrscheinlich ähnliche Schnitt, da gibt es eine Schnittmenge. Ja, fandst du die gut, die Codebreakers? Ich habe bis jetzt nur 2 oder 3 Episoden gehört. Ich war da zu sehr damit beschäftigt, den Code zu finden. Okay. Also, weil es gab ja da praktisch in den Codebreakers ja diese. Die haben einen ganz interessanten Kniff gemacht. Die haben praktisch alles online gestellt, sofort. Aber du hast die 2. Episode nur finden können, wenn du. Da war ein Code in der 1. Episode. Ja. Und den musstest du praktisch raushören und somit. Und sonst musst du eine Woche warten. Sonst musstest du eine Woche warten, ja. Ja, das ist sowas vielleicht nicht. Ich meine, ich das beruflich mache und dann kann ich das nicht nochmal und noch auch noch, damit ich das nicht noch privat kann und dann mache ich. Und das hat mich ein bisschen abgelenkt vom eigentlichen Hören, würde ich sagen. Ich fand aber insgesamt das Konzept nicht so überzeugend. Mhm. Also die Idee ist erstmal interessant, ne? Die erste Staffel Is It Evil, ne? Is It Evil, ja, genau. Und die Idee fand ich interessant, dann zu gucken, ob verschiedene Technologien evil sind oder nicht. Aber ich hab's nicht so mit Begeisterung gehört. Ich weiß nicht, woran es lag. Mhm. Ich wollte nicht erzählen, ich tue manchmal, das hat es bei iTunes Podcast eben gegeben, dass ich eine Zufallsliste herstellen lasse, einfach aus meinen abonnierten 100 Podcasts, einfach eine Liste, wo ich dann weiß, 4 Stunden lang. Und das tut mir immer sehr gut, weil ich dann praktisch die zufälligen kriege, die ich nie selbst nehmen würde. Und die höre ich dann aber echt durch. Und das ist so bereichernd. Das ist cool, ja. Ich habe so viele Leichen in meiner Podcast. Ja, eben. Aber durch Zufall wieder Episoden auszuwählen. Ja. Kommen wir wieder zum Entdecken, ne? So. Ja. Ja, ich habe irgendwie, weiß nicht, wie viel zig Podcasts abonniert, aber du hörst immer nur dieselben 5. Ja. Und dann so eine Zufallsliste, die man dann wieder mal hört und dann sagst, okay, das Thema hättest du nie freiwillig eingeschritten. Und dann nämlich auch mit diesem Anspruch, das höre ich mir jetzt auch durch, wenn es mich 5 Minuten noch nicht begeistert. Weil es eigentlich geht dann jeder Beitrag um auf einen. Okay? Dankeschön. Danke dir. Danke fürs Moderieren. Ja, danke.